jedem Friedhof ist die Stimmung fröhlicher. Was? Wie? Ist die Stimmung hier nicht fröhlich genug? Ich bin müde. Ich auch. Ja. Was soll das hier bitte heißen? Raus! Hä? Och nee, dann ist hier gar kein Ende dieser Questreihe. Jetzt soll ich 5 Brote backen. Mhm, oh ja, ich will eins mit Nutella. Gibt's das in Rohan? Wär toll. Sagt das nicht Gimli im Film? Ach so. Hallo. Hab ich aus meinem Gedächtnis gelöscht. Brot kann ich backen, da ist ein Pferdestall, da kann ich was Braunes drauf tun. Ob es Nutella ist, weiß ich nicht. Ich überleg mir das nochmal. Apfel, unser Erfolg hängt von unserer Stärke ab. Werdet ihr das uns ist kein Obst. Nicht? Wolltest du nicht AFK gehen? Ja, gebacken habe ich. Jetzt gehe ich AFK. Bis gleich. Bis gleich. Wow, aber Arthur, musst du aufpassen, was du da zu essen kriegst. Ist ja gefährlich. Gefährlich. Jetzt hat sie keine Lust mehr auf Nutella. Nee. Nee. Das ist mir gerade irgendwie vergangen. Aber ich gieße mir mal was zu trinken. Also ich backe hier normales Brot und da kommt dann drauf, was machen wir da drauf? Ich glaube irgendwie so Kräuterquark oder so mit extra kleinen Schnittlauchröllchen. So, ja, das klingt ganz lecker. Frisch gebackenes Brot und dann machen wir schön dick, fett, lecker Kräuterquark drauf. Nutella wäre auch geil, aber bei Arthur bin ich vorsichtig. Wenn der uns Nutella andreht, das ist dann irgendwas anderes. Pass auf, dass er dir keinen Apfelsaft andreht. Okay, ich werde das beherzigen. Am besten gar nichts von Arthur annehmen. Sicher ist sicher. Oh. Kommt man natürlich nicht durch, ohne zu springen. Ich dachte, ich könnte einfach laufen. Okay, vielleicht sollte ich mich mehr zum Feld drehen. Es sah gerade so aus, als hätte ich den Wassereimer bewässert. So. So, jetzt. Schön über die Frau drüber. Die bedankt sich jetzt bestimmt. Was habt ihr mit den Rohirren zu schaffen? Brote verteilen. Guten Tag. Haben Sie Hunger? Unsere Mission ist eine finstere. Ich war am Wochenende bei Bekannten zu Besuch. Die Kinder dort stehen wieder auf Grafschaftler rühmen sie. Oh. Ja, den habe ich als Kind bei meiner Oma immer gegessen. Immer. Ah, dieses dunkelbraune Klebezeug. Ich lieb's. Unsere Aufgabe drängt. Hab den lange nicht gegessen, aber... Ja, es gab den immer in so einem gelben Pappbecher. Wir hatten ganz, ganz selten diese Gläser. Werdet ihr den Pferdeherren helfen? Mhm. Ja, ich bin auch Freund. Das Brot des Wanderers. Beetle, Freund Eordingers. Shoppunkte, 10 Stück. Cool. Ich habe keine mehr. Ich habe alle ausgegeben. Ich habe, glaube ich, noch 15 Shoppunkte. Ich habe alle ausgegeben. Muss mal wieder welche kaufen. Was soll ich hier machen? Ah, Feldfrüchte bewässern da. Ja.
und Unkraut jäten machen wir auch noch. Oh, ich kann es vom... Oh! Ah, kann ich vom Pferd aus machen. Was ist das für ein geiles Feld? Der hat ein Büschel Unkraut. Okay. Das ist ja wahnsinnig viel Arbeit. Ach, hier ist ein bisschen... Nee, ist auch... Hä? Wasser? Was führt euch in diese Lande? Oh. Hinter mir. Das finde ich hier schick. Ja, es ist ein bisschen pixelig, aber ich mag die Farben so, die unterschiedlichen. Das sieht echt cool aus. Schick, schick. Ich hasse dieses Kaff. Nee, das ist voll Schadrinsinn. Taverne. Ich weiß, war irgendwo oben abgestellt, irgendwo am Eck stand. Soll ich dir suchen, helfen kommen? Wie lächerlich, du suchst nach einem Rufhändler, den du nirgendwo findest. Oh, der ist da. War der nicht daher auf der anderen Seite, wo ich vorhin war? Kann auch für die sein, aber bin mir nicht mehr sicher. Also mich lockst du eher mit einem Schoko-Cappuccino, einem richtig guten. Da haben wir jetzt, wir haben ja da ein paar aus den Niederlanden mitgenommen. Ich habe eine Marke irgendwie probiert. Das ist Schokolade-Haselnuss. Ja, so, ne? Hast du so einen Karton gekauft? War auch nicht ganz billig, aber ich dachte mir, ey, komm. Alter Schwede, das ist so lecker. Jetzt haben wir versucht, das hier zu kaufen. Es gibt es nicht. Gibt es nicht in Deutschland. Keine Chance. Dann dachte ich mir, okay, da guckst du bei Amazon oder keine Ahnung was. Du kannst es ordern. Da hinten stehen sie doch. Rechts. Siehst du? Auf der linken Seite. Guck mal. Oh, doch nicht. Tschüss. Rechts-Links-Schwäche. Mhm. Upsi. Aber wenn du reinkommst, hier ist ja die Straße, dann links abbiegen und da stehen sie. 100 so Coins braucht man. Eieiei. Hast du so viel? Ja. Hast du nach Edoras den Port? Also ich kann mich selber zurückporten, ja, halt, weil ich mich gebunden habt, oder? Okay, ich auch. Dann mache ich das so. Halt. Ach, Helm's Deep gibt's da genauso? Ja, nee, warte mal. Kindred muss da sein. Hat niemand gesehen und gehört, sehr gut. Gott sei Dank guckt hier keiner den Stream zu. Haben alle gemutet. Alles. Ich fürchte das, was diesen Landen derzeit passiert. Ich fürchte ja, ich das, was zurück. Diesen Landen derzeit passiert. Wo waren wir überhaupt? Entwarde? Nee. Edoras. Altburg, ne? Edoras. Was? Ja, Edoras. Stimmt. Rufhändler sind doch in Helmsklamm. Auch, ja, da sind wir aber noch gar nicht. Das ist noch viel, viel, viel weiter. In Altburg gibt es auch zwei. Die haben auch so Rezepte für so Tagebücher und sowas. Jetzt. Ja, was ich sagen wollte, diesen Schoko-Cappuccino, den gibt es leider hier nicht. Ah, und der ist so geil. Der schmeckt wie Schokolade. Also wirklich wie heiße Schokolade ist aber Cappuccino. Oh, ho, 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 ho. Leider geil. Also müssen wir eigentlich jetzt nochmal nach Holland fahren. Führt kein Weg dran vorbei. Ich brauche diesen Schoko-Cappuccino. Ja. Was machen wir jetzt? Wollen wir die ganzen Quests da weitermachen oder wollen wir jetzt das Buch mal langsam weitermachen? Also ich würde sagen, du wirst noch 91. Wir gehen noch einmal rum um Edoras und dann gehen. Wenn ich einen Mob umhaue. Ach so, wenig noch? Ich. Je nachdem. Ich habe noch zwei. Ja, viel ist es nicht mehr. Ich habe noch zwei Unterteilungen. Man sieht hier gar nichts mehr von dem Balken. Also der Balken ist eigentlich voll. Was? Und wir müssten hier zum Beispiel gleich angeln. Hier ist ein Typi an dem Steg. Das stimmt. Das werde ich nie vergessen, weil ich bin dann nämlich extra nach Hause geportet und habe die fucking Angel geholt.
Ach stimmt, ich habe mal gute Angel, die ich da hergestellt habe. Aber wenn du ins Tirol fährst, kannst du kurz vorbeischauen. Wieso wohnst du denn in Tirol? Oder nee, du wohnst in Österreich oder so, ne? Krass, ist mein Arm, die Schmerzen, die ich habe, haben sich jetzt verlagert, ne? Es war ja sonst hier der Muskel hier vorne. Jetzt ist es der Bizeps. Und zwar genau hier drin, der Bereich hier. Das fühlt sich an, als würde sich mein als will jemand den Bizeps hochziehen. Also nur den. Das tut sau weh. Aber die ganze Zeit, wenn ich sitze, wenn ich den Arm lang lasse, wenn ich im Bett liege, gerade lasse. Ja, genau, hier der Fische. Ich weiß auch nicht, was ich mache. Aber ich habe nichts Außergewöhnliches getan. Ich habe eventuell keine Angel dabei. Im Haus sind in der Kiste noch zwei. Ich habe die auch nicht in meiner Bank. Bin ich blöd? Doch eine. Habe ich die nicht für diesen Charakter nicht rausgenommen? Ah. Oh. Bei dem Fischerfuzzi nicht schon was kaufen? Warte. Dass du bloß eine billige Angel kaufst. Ja, doch, das geht bestimmt. Angeln lernen. Oh. Hä? Ich musste das schon mal angeln. Aber wir haben doch zusammen gequetscht. Ich habe doch schon mal geangelt. Es war bei deinem Hauptmann und Bruni. Wir haben mal geangelt. In Umba. Wir haben in Gondor geangelt. Echt? Wüsste ich nicht, dass ich in Gondor geangelt habe. Doch. Aber das war... Stimmt, das war mit dem Hauptmann. Bei der neuen Questreihe. Aber nicht mit den Charakteren hier. Ja, ist das da? Stimmt. In Lamedon. Mhm. Nee, in Ettring, bei den Bäumen, stimmt, wo wir diesen... Das ist ein stattlicher Baum. Er hat keine Ambition, sich zu bewegen oder so ein Quatsch kam doch da. Genau, so Blödsinn. Schweiz. Du kriegst Muckis. Nee, Muskelkater ist das nicht. Also ich bin ja in Physiotherapiebehandlung deswegen, weil ich ja meinen Arm nicht mehr richtig bewegen konnte. Und wenn ich lange sitze, dann habe ich nur lauter Schmerzen. Und die hat dann gemeint, ja, das Schultergelenk ist fest und mein Arm an sich auch. Also mein Bizeps hat die irgendwie versucht zu ziehen. Das tat höllisch weh. Quest geangelt. Hast du eine Quest geangelt? Alter Flusskönig. Der alte Flusskönig. Ich glaube, das musst du sogar angeln. If you catch du Dudrat, wo ist denn der? You have caught the old river king. Kort. Go-Kart oder was? Hm? Go-Kart. Kort in die Act. To catch. Kort. Können wir kein Englisch durchfallen? Setzen 6. Hm. Durchs Angel? Willst du mich verarschen? Nee, durf die Quest abgeben, so. Durch den. Sah so aus, hättest du geangelt. Du hättest das Level up, ey. Das war ja gerade ein bisschen weird. Gute Besserung. Dankeschön. Ich hoffe, dass es bald endlich mal weggeht. Das nervt mich so. Oh, jetzt. Jetzt kommt meine Stunde. Ein Fisch! Ein Fisch. Fisch, ja. Grundlagen des Angels. Wegschmeiß, braucht jede Sau. Arm ab, neuer dran. Oh nee, ich bin noch kein Cyborg. Los, guck dir die Serie Fallout. Und ich bin irgendwann mal kurz rüber und wollte so gucken, ob alles okay ist und so, ne. Und ich weiter, und Schatz, alles gut? Und dann hat die gerade die Zähne gezeigt, wo die eine den Finger verloren hat, ne? Und, ich so, oh mein Gott, jetzt ist ja doch der Finger ab. Ah, oh, die Vortec-Bewohner. Oh, diese leichtgläubigen, naiven Menschen und schon. Ach, keine Sorge, der ist schon wieder dran. Hä? Ja, die ist irgendwo hin, da hat sie einfach einen neuen Finger gekriegt. Diese Serie, ey. Weißt du, diese Serie? Ja, keine Sorge. Du kannst den Kopf wegschießen, wie im Spiel, so.
da alles explodiert. Ja. Wie schon geil gemacht. Oder? Ja, oder das Bein, wie das abfliegt. Neun Fuß hinmachen. Schau, ich kann der Blutspritz raus. Ja. Oh, wie der damit läuft. Ich wär in Ohnmacht gefallen vor lauter Schmerzen. Der stiefelt da einfach los, als wäre nichts gewesen. Wäre kein Problem. Sache, ich habe auf die PlayStation schon wieder Fallout installiert. Oh. Blöde Seuchen, wenn du Serien schaust und Lust auf das Spiel kriegst. Ah, dieses Triggert immer. Ich glaube, die Verkaufszahlen sind auch noch mal ein bisschen höher gegangen. Warum nicht? Du bist ein Robocop. Ach nee, ich weiß nicht. Ich hänge irgendwie an meinem Originalarm. Gib mir lieber einen neuen Körper, das wäre was Besseres. Ja, Arthur kriegt einen neuen Körper. Nur der Kopf muss bleiben. Weil das Gedächtnis und so, das brauchen wir ja alles. Oder wir überspielen das. So wie bei Terminator hier den letzten Teil. Nee, vorletzter war es, glaube ich. Wo die da das Mix-Ding machen und der dann auch nicht weiß, was er ist. Und dann erfährt er erstmal, dass er überhaupt so ein Terminator-Typi ist. Wer war denn das? Chris Pratt? Nee. Oh, welcher Schon so lange her. Ja, genau. Schon so lange her. So viel Filme und Serien geschaut, ich habe keine Ahnung. Ich habe mir aber diesen Flusskönig nicht gefangen. Ich habe ihn bekommen. Vielleicht, weil ich eine bessere Angel habe, wo mehr Angelskill drauf ist, kann auch sein. Ah, diesen Flusskönig. Es gibt zu viele Terminator-Filme. Ja. Er ist auch vorne auf dem Cover drauf, nur mit dem Gesicht. Und da spielt noch Dings mit, der leider verstorben ist, der junge Schauspieler. Ihr könnt das nicht nehmen. Hä? Was? Ich angel doch nur. Komm schon, Flusskönig. Das war überhaupt der letzte, war das Dark Fate oder war es der andere? Du bist der Flusskönig. Dark Fate müsste gewesen sein, ne? Genesis war 2015, Dark Fate 2019. Ich glaube, Genesis ist es. Terminator. Terminator. Yes. Nee. Nein. Nein, der war es nicht. Das ist Dark Fate, sein Dark Fate war von 2019. Die Erlösung. Christian Bale und Simon Worthington ist das. Simon Worthington. Und Anton Yelchin, der ja leider verstorben ist. Genau, den meine ich. Und da haben sie den doch so zusammengebastelt. Und dann haben sie den doch gefangen genommen und auseinandergenommen und der so, guck mal hier runter. Und dann, was bin ich? Cyborg. Sowas machen wir mit dir auch, Arturo. Also alles, das Gedächtnis ist ja von dem Typi noch da, aber Körper und alles ist verbessert. Ja. That's the plan. Wieso habe ich jetzt eigentlich zwei Angeln? Was ist denn nur schon wieder los? Verbindung zum Chat verloren. Spinnt hier alles. Komisch. Ja, VPN. Also ich habe diesen Flusskönig nicht, aber ist nicht schlimm. VPN ist aber aus. Seltsam. Es wären noch ein, zwei. Ja, ist egal. Wir machen weiter. Ist auch noch ein Ring, ne? Ich weiß nicht, machen wir jetzt wirklich alle Quests hier weiter oder gehen wir jetzt zum Buch? Wir gehen dann zum Buch. Wir machen in die weite Mark haben wir ja noch und nehmen das mal weg. Idoras Umzug. Die befindet sich im Medusate. Wir sollten auf jeden Fall noch mit Edo wen sprechen. es ist spät. Es ist sehr, sehr spät. Ja. Also wir haben jetzt schon, weiß ich, 5 Stunden gestreamt. Ja. Die Zeit ist so vergangen, das hast du gar nicht mitgekriegt. Und weil wir dann nämlich in Dunhaag Quest bekommen. Deswegen reden wir noch mit Edowin. Bleib stehen. Edowin. Ach Gott, dieser Gaul macht mich fertig. 5 Stunden Stream, da steht aber nur 2. Psst. Stone Dance Level 92 auch eine Quest. Ah, Schui. Kannst du zwar nicht so in die Pfanne hauen. Hm.
Kann man hier hoch? Ja. Ah, spring, 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 spring. Okay. Huch. Also wollen wir die Woche mit unseren Großen da noch irgendwas machen oder willst du die Woche bloß aufnehmen? Wir können gerne auch noch was mit den Großen machen. Und dann würde ich, wenn wir zu zweit sind, auch mal auf Feuer bleiben. Ja. Yeah. Schauen wir, das dann auch geht. Ich brauche eure Hilfe. Das stimmt genauso gut. Wie gesagt, es wird dasselbe Problem sein wie hier. Dass du nicht laufen kannst, wenn Gegner auf dich zukommen. Ja, gut, da habe ich einen Hauptmann. Da kann ich irgendwie besser mit umgehen. Und mehr Skills. Es wäre so cool, wenn ich so eine Rot-Gelb-Skillung machen könnte. Ein bisschen. Nee, Rot-Gelb-Blau. Unsere Mission ist eine toll. Finstere. Was soll ich denn jetzt machen? Ein letzter Blick. Werdet ihr den Rohirrim helfen? Die Rohirrim säubert die Tische. Oh Gott, ich bin doch keine Putze. So, die Fähnchen anklicken. Unordnung. Mhm. Das sucht einer für Straßen T4. Hm? Ich melde mich mal. Boah, ne. Nee, danke. Also, die ist die, glaube ich, die schlimmste Quest hier. Mhm. Ne. Die Kitzel Color ist so eine Arschloch-Ini. Reicht ich spiele irgendwann mal durch. Ach ja, T1. Und... ich bräuchte... Habe ich das hier angeklickt? Ja. Ich bräuchte mit dem... Habe ich doch was geschafft? Mit dem Runi bräuchte ich dann einmal Unterstützung mit deinem anderen Runi für eine Instanz-Questreihe in Skarhalt. Jarnfast, ist das Jarnfast? Das ist dann später auch eine Ini. Habe ich die geschafft? Ich weiß es nicht mehr. Muss man nochmal gucken, das wäre ganz cool. Zuerst Party machen, dann nicht aufräumen. Ja, echt mal. Andere müssen es jetzt aufräumen. So ein Mist. Schön brutal, dieses Bild hier. Hier teilte er das Meer. Er schwamm über das Meer. Die Bilder sind schon cool. Die das im Haus auch aufhängen können. Ich glaube, es gibt sogar sowas. Hast du irgendwo schon mal gesehen? Ich finde die echt cool. Die sind riesengroß und scharf. Ich würde sagen, sie sehen vor allem so richtig cool aus. Also nicht irgendwie so hin pixelig, sondern richtig gut. Mhm. Gefällt auch das Banner hier, dass das so gerade runterhängt. Und nicht so schlaff im Wind irgendwie, wo du überhaupt nicht mehr siehst, was da drauf ist. Weil wir kriegen ja bloß diese Fähnchen, die eigentlich nur im Wind wedeln. Und dann sind die so gewellt nach unten. Das ist doof. Diese geraden Banner gibt es nämlich nicht fürs Haus. Oh, doch, hat geklappt. Ja, die Banner bringen mir eh nichts im Hobbit-Haus. Die gehen dann immer durchs Haus durch. Das ist wie gesagt der einzigste Nachteil in diesem neuen Housing-Gebiet. Zu klein. Aber du kannst doch bald in Dings. Hat doch schon einer angefragt, Mensch. Ja, in Umba. Wo kann ich denn hier mein Haus kaufen? Na, so schön am Strand, so, ne? Hm. Ich glaube, muss doch in Rohan noch ein Haus holen. Eine Metalle hat Siedli, ja. Ja, der hat ja eine. Ist riesig. Riesig. Ach, guck mal, da sind ja alle Banner. Bei den Zwergen ist natürlich auch schön, aber ist halt so unterirdisch. Das ist jetzt nicht so meins. Ich möchte ein Grün und Natur. Ja. Universelles Zutatenbündel. 10 Stück. Unipack. Unipack-Pack. Das finde ich irgendwie krass hier. Und das da sieht auch toll aus. Und das da, und das da, und das da. Ah, hier sind noch welche. Hä, gab es wirklich so viele? Es gab so viele. Ah, oh, das ist auch schick. Gab es so viele Fraktionen? Ja. Gleich mal einlösen, bevor ich es vergesse. Idee. Ich muss einen Tisch. Ach, da. Ach. Schaut euch im ersten und zweiten Stock um. Was ist denn im zweiten Stock? Was? Zweiten Stock? Was ist das für eine Quest? Ein letzter Blick. Von der Dame, von der, wo man die Tische aufräumen soll. Da bin ich auch nicht fertig. Ich habe ja doch das Zeug gegeben. Die hat mir nichts weitergegeben.
Ihr habt... Hey, eingeschränkte Wahrnehmung. Geil. Ja. Wow, ist das ja für ein Riesenwappen. Das fällt gar nicht auf. Hä, wieso bin ich da an der Quest? Also ich habe ja nichts. Hast du vorher mit Eowyn gesprochen draußen? Ja. Okay. Also ich bin jetzt hier im zweiten Stock, aber ich sehe nichts. Ich habe die Banner angeschaut und das war's. Dann habe ich die Quest abgeben bei der Tussi da unten und Ende. Ja, was soll denn hier im zweiten Stock? Ich sehe hier gar nichts. Weiß ich, was hier sein soll. Schaut euch im ersten und im zweiten Stock um. Ich sehe hier gar nichts. Bei dir sehe ich ja zumindest was. Bei mir ist das Bild komplett schwarz. Ja, ich habe Umgebungsbeleuchtung an. Bei mir funktioniert das ja komischerweise wieder. Jetzt geh mal vor die Tür, aber ich habe ja nichts mehr. Aber hier leuchtet ein Ring. Kann ich das teilen? Collect du hast das. Collective. Du musst dieselbe Aufgabe erledigen wie ich. Ja. Unsere Mission ist eine finstere. Wie heißt die bei dir auf Deutsch? Sie ist ja abgeschlossen, genau. Ein letzter Blick. Ein letzter Blick, Eduard. Eduard, ja. Eduard. Aber was ist denn bitte im zweiten? Look around at the second and third floor. Na super, ich brauche da gar nicht drauflaufen, weil es bei mir schwarz ist. Third floor? Aber das ist ja der dritte. Oder third. Third, second and third floor. Im zweiten und dritten Stock. Interessant, hier steht nur im ersten und im zweiten Stock. Bloß bei mir ist alles schwarz, ich sehe hier überhaupt nichts. Kann ich hier die Dings hochdrehen? Umgebungsbeleuchtung? Muss ich irgendeinen Triggerpunkt finden? Grafik. Ich lauf mal zickzack. Texturen? Blumen? Kann ich hier die Kamera hochdrehen? Blumen. Brightness. Uah! So. Bin ehrlich übertrieben. Ah. Bin ich denn gerade nicht lang gelaufen? Okay. Ah, ich sehe was. Ja. Ich weiß es nicht. Hier ist aber auch kein Tisch oder eine Person oder sowas. Guten Tag. Kann ich mit Ihnen reden? Ich kann den anwählen, aber ich kann nicht mit ihm reden. Ich hier irgendwie... Nö. Jetzt breche die Quest ab und lass es sein. Aber dann können wir Eowyn nicht losschicken. Ah, fertig. Was? Wo warst du? Du musst ganz hoch da, wo ich bin, und da gibt's ein loses Brett, das musst du anklicken. Dann hast du einen Brief. Moment. Den sollst du Eowyn geben. Moment, wo bist du? Wo bist du? Ganz hoch. Ja, da bin ich doch. Da, wo ich stehe. Genau, da ist ein Brett. Jetzt. Jump! So ist hier eine Alpha-Wand und konnte ich auch drüber springen. Ach Mensch. Darum. Oh, hier geht's. Au. Ich will runterdrehen, ist viel zu hell jetzt. Da werden wir blind.